So, bis später, Peter. Genauso habe ich es gerade gesagt. Und schon kommt Part 2. Weiter geht's, Kevin. Servus zurück. Sally. Hoffen wir doch mal, dass jetzt Teil 2 uns auch so viel Freude beschert wie Teil 1 im pokertechnischen Sinne. Wir schauen einfach direkt wieder rein. Die Straddles laufen auf alle Fälle weiter. Hast du Multimeter? Ja? Oh, sieht man, können das Netz machen. Ich ziehe hier mit dem Doppelstraddle und Baumeister im Small Blind hier mit den Pocket Tens. Wird hier auch mit einer richtigen Hand, ja? Ja, mit einer echten Hand. Mit einer echten, richtigen Hand. Schau, was kitzelt den Strom, du fährst immer kalt, ne? 1,75. Vize verteidigt hier. Du kannst mal die USB, oder du schlüsst mal die USB. Schöne Top rausgeslidet, aber leider noch nicht vom Gerät Taste gedrückt. Die Taste gedrückt, ja. Ja. Dame Junge 2. Da bin ich ein bisschen hinten dran insgesamt, ne? Merkt man schon. Genau, Baumeister Conti-Bet. Nicht das beste Board für eine Conti-Bet, aber in dem Fall Gegner mit Ass hoch, kein Problem. Nimmt da einfach den Pot mit. Easy. Easy Game, easy Game. Also, hat es ja schon im ersten Teil gesagt, manchmal ist einfaches Poker das richtige Poker. Und so macht es der Baumeister hier. Genau. Ich habe jetzt gerade eben auch schon mal die Aufnahme kurz reingespickelt. Ich glaube, das Sound ist gut. Das kann man so veröffentlichen. Also von daher gehen die Folgen live, Kevin. Sehr gut. Dann ist auch unsere Staffel 2 wieder komplett nach dem PC-Crash. Klaus nimmt nochmal einen großen Schluck aus der Pulle und stärkt sich. Auch noch ein bisschen zurückhaltend in der Episode. Dann liegt es bestimmt am letzten Teil. Muss an deinen Händen liegen, die du ihm gegeben hast. Dann Kevin, wir gehen mal kurz an deinen PC. Jeder Spieler kriegt dieselben Hände. ATX-Netzteil, oder? Ja. Ah ja, das ist das Einfachste. Ich glaube, die Redensart geht ein bisschen anders, aber so ungefähr, ja. Zap, 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 macht's gern. Das ist doch kein Problem. Wieder Straddle und Doppelstraddle. Effektiv ist das Spiel nicht nur 5-10, sondern fast schon 25-50, zumindest jede zweite Hand. Die Spieler sind doch motiviert, auch wenn sie eigentlich eher tendenziell passiv sind, Action zu machen. Und Baumeister, Back-to-Back, Pocket Hands, diesmal am Button. Ich wage auch zu bezweifeln, ob da wirklich jeder Spieler weiß, was das eigentlich ausmacht, wenn man jede Hand straddelt und Doppelstraddle macht. Das ist nicht nur eine Annahme oder eine vage Vermutung meinerseits, das ist, würde ich als Tatsache einordnen. Ja, definitiv. Wenn 8 von 10 Spielern das nicht richtig einschätzen. Oder 9 von 10. Dass man dann halt einfach quasi sich shortet sozusagen. Gut, hier kriegt der Baumeister zwei Corner, nee, ein Corner, wieder ein Vize. Ah, diesmal mit Damen. Witzig, schauen wir mal. Du drückst die richtige Taste. Schon ordentlich Geld im Pott durch die ganzen Preflop-Limper. Vize hier mit dem Top her. Andere Voraussetzung diesmal. Ich denke mal, Baumeister wird auf alle Fälle wieder eine Conti-Bet raushauen. Er ist auch gleich mal deutlich fokussierter auf die Hand als vorher noch. Hat gleich mal zum Baumeister rüber gelinst, was der dann jetzt auspackt und freut sich dann auch, die 275 in die Mitte legen zu dürfen. Ja, ist auch so ein Pokertell, ne? Ob ein Spieler beteiligt ist, auf die Mitte fokussiert oder halt einfach nur irgendwie Hallenfußball im Hintergrund anguckt. So lustlos. Das sind eigentlich klare Tells, die auch einfach wahrzunehmen sind. Für Baumeister wohl nicht. Der haut nämlich nochmal eine größere zweite Bett raus. Spätestens jetzt muss es für Baumeister eigentlich auch beim Baumeister klingeln. Also da hätte ich jetzt als Vize auf jeden Fall den River gesetzt. Ja, geht aber nur check, check. Also da kann er am River nochmal gut setzen. Weil wenn der Baumeister setzen, da ja. Wenn der Baumeister da blufft, dann wird er halt den River nie nochmal setzen, sondern eher nochmal Check Behind spielen. Was er jetzt in dem Fall auch tut. Und für den Vize läuft's
nach dem anfänglichen Stackverlust gegen Klaus, wo es ja nur 50-50 war. Insgesamt gut, ne? Steht jetzt hier bei 45. Ich glaube, er hatte den zweiten Stack dann für 20 genommen. Ja, aber das ist dann oft so bei solchen Anführungszeichen passiven Runden, wenn du da halbwegs solide Handauswahl hast, dann ist es, glaube ich, so ein normaler Verlauf, dass man halt einfach so mittelgroße Pötte auch einfach mitnimmt. Wenn die Karten ja da wohlgesonnen sind, bist du dann halt auch schnell im Plus. So, und weiter geht die Straddlei. Going Hitman. Ich muss mich mal kurz räuspern. Reicht doch, wie in Tschernobyl. Schluck Wasser trinken. Leistungskick reicht. Oh, er oder bei ihm jetzt hier. Die ist halt abgeholt. Oho, 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 oho. Fashion Bart mal wieder eine Hand. 1,30. Interessante Größe. Kleines Race nur aus dem Small Blind. Und wieder mal Ace-Queen off. Die Hand der Stunde. Die Hand des Streams. Ace-Queen off. Durch das niedrige Raise von Cash and Bar ist auch die 3-Bet dementsprechend kleiner und gibt natürlich dann wieder gute Odds zum Callen. Kann er die 3-Bet hier auf Set-Value gut callen. Party Gold bleibt auch drin. Von Mike'n Bier, was leer ist. Check. König 9-7. Okay, Party Gold hat ungefähr Pot Size left und stellt die Lage einfach knallhart rein. Da sitzt auch ein bisschen da wie auf dem Klemmer da. Bisschen aufgeregt nach seinem Move. Hat er selber gemerkt, dass das ein bisschen Action-Move war. 7-2. Das kommt Buddy Goal auch nicht so ganz koscher vor, der Move. Und obwohl er nicht 7-2 hat, ist, glaube ich, für Hitman jetzt trotzdem so, dass er jetzt keinen Call will. 10, 7, ganz sicher, aber ganz sicher. 10, 97. Ist eine 11, weil er ist. Vom Gerücht. Ja, ist ein Pott mit dem Kabel vorher. Kein Geld für den Spieler. Computer rechts. Weil da steht Position, oder? Der Rest des Tisches, was ich auch. Keine einfache Entscheidung für Buddy Goal, ne? Hat er nur die 9? Ganz kleine Schnipsel, an die ich mich erinnere, mal da, aber komplett überblickt. Und selbst gegen irgendwelche Draws oder Combo-Draws ist er eigentlich auch fast nicht Favorit, wenn es jemand Queen Jack hat. Gut, dann blockt er die 10 für die Straße, ja, nimmt ein Outback, aber gibt halt schon auch viele Draws, die einfach halt zumindest flippen mit ihm und alle Value-Hände ist er halt weit hinten. Ace-Queen ist da schon so eine der einzigen Hände, die halt völlig random hinten dran ist. Ja gut, wenn er 7-2 hat, ist er deutlich vorne, ne? Also wenn er das mit in die Range packt, dann kann er es vielleicht sogar callen. So, Show Me Chip. Gar nichts, das hoch. Ja, okay. Ich überlegt, erstmal so. Ja, wo kommt die Hand denn her? Ausbaufähig. Und dann das. Das ist sehr gut. Aber Hitman freut's. Der genießt und stapelt die Chips. Ja. Und belohnt sich gleich mit einem Schluck Weizen. Oder hält es einfach fest. Nice. Ja, was mir gerade auffällt, wo wir gerade die Einstellung hier sehen und du am Mischen bist, die Kameraqualität, das war ja vor unserem Objektivwechsel, ist halt schon nochmal sehr schwammig, ne? Ich habe vorhin schon mal auf dem Schirm, habe dann aber quasi die Situation verpasst, was zu sagen, aber dass
die Kamera dann so deutlich, die man jetzt gerade sehen, deutlich abfällt, seit wir die neuen Seitencams haben, kann man sich zu dem Zeitpunkt jetzt gerade gar nicht vorstellen, weil die Kamera jetzt hier ganz gut aussieht. Im Vergleich zu dem. Und eigentlich, ja, im Vergleich zu dem, aber dass die dann so, ja, und dass auch die Kamera tatsächlich auch nochmal abfällt im Vergleich zu den neuen Objektiven, das ist der absolute Wahnsinn, ja. Kann man sich kaum vorstellen. So, Hand Nummer 24, haben wir 4 Spieler. Für 50 Cent, glaube ich. Geht's hier mit den Neunern? Ja, im Small Blind. Kann man die mal limpen? Ja, wundert mich, dass er die nicht von vorne anspielt. Also wenn tut ja nicht Not. Vorne. Ja. Kann ja auch Jack Race spielen. Ja, wird das jetzt aber glaube ich nie machen. Jetzt, da, da jeder Bit geht, ist natürlich Call vielleicht besser, ja. Der war kurz in Galatasaray und dann das Finale war Bremen gegen Stuttgart. Ich vertraue da nicht. Das ist ja nur deutsche unterwegs. Ja, Knut hier mit Verdopplungsstrategie. Galatasaray, hä? Die haben in Oldenburg gespielt. Vielleicht nochmal ein Call von Pizza. Heimspiel für Gala und für Bremen. Check. 1,50. Oh, das ist eine Bet, die wird der Vize vielleicht auch noch zahlen. Hat er aber nicht gemacht. Nee, doch, hat gecallt. Doch, hat er, ja. Hat ich hab's weggeklickt. Ich war da ein bisschen im Verklicker-Modus. Ja. Welche gezeigt? Als Dealer. Ja, gut, scheint hier einen soliden Abend erwischt zu haben, ne? Also. Kriegt er auch mit seiner Taktik, die nicht immer ideal ist, auch nach der Value von den Neunern. Und trifft aber auch vor allem halt ein paar gute Hände heute, ne? Ja, wollte gerade sagen, also die Hände helfen ihm da halt ungemein. Aus dem bisschen, was er da kriegt, dann auch viel zu machen. Nee, wie sagt man, aus dem bisschen, Viel zu machen, ja. Aus dem vielen bisschen zu machen. Ich habe gerade Schreck gekriegt, dachte, ich hätte nicht auf Aufnehmen gedrückt, aber Aufnahme läuft. Ah ja, okay. Egal, alles nochmal von vorne, ja. So, Kings, Klausel nicht mal. Vorhin hat man es doch vom Klausel. Kann er endlich mal eine Hand spielen, du. Wird auch direkt bis zu ihm gefoldet. Das willst du doch haben, wenn du Kings hast. Alle folden. Ja. So wie, also wie zum Beispiel mit Asen auch. Also wenn wir auch, dass alle sofort rausgehen. Okay. Und man will vor allem mit Kings auch möglichst viele Gegenspieler, will man auch. Ja, genau. Und am besten einen Asenflop. Kriegt er nicht, schade. Er kriegt aber 2 Flush-Draws. Gegen also, sich. Der Flop ist ja eigentlich mal okay für Kings, bis halt auf den möglichen Flush-Draw. Du hit mir noch mit einem Gutshot. Also ja. Eigentlich für jeden was da. Und Backdoor-Flush-Draw. 2,05 ist jetzt mal eine gute Bet-Size gewesen. Ja, der Gutshot schmeißt weg, also nur noch die Flush-Draws. Ja. Die sich ja glücklicherweise auch die Outs wegnehmen, ja. Was ist? 25. Dass der Junge sich pairt, ist natürlich jetzt ja, für Kings jetzt nicht optimal, macht es aber natürlich etwas weniger wahrscheinlich, dass einer von beiden einen Jungen hält. Und jetzt nach der Action am Turn würde ich auch sagen, dass man da mit Kings auch nochmal eine klare Value-Bet hat. Ja. Vor allem, wenn es die Spieler halt nochmal zu einem hinchecken. Ja. Ah, ne, Vize ist in Position, Buddy-Gold checkt. Da würde ich auch, also die Kings auf alle Fälle setzen am River.
Ja. Ich hätte im Keller, im Geschäft hätte immer noch. Die kann auch klein ausfallen mit 3 oder 4. Ja, kann er immer noch folden, wenn einer noch hingeht. Ja. Und sich das Geld sparen, falls ein Junge unterwegs sein sollte. Ja. Ja, der Check ist halt nicht gut. Okay. Ja. Auf der anderen Seite wird es froh sein, den Portier ohne große Risiken zu nehmen. Das werden auch schnell rübergeschoben. Ja, Kamera, gutes Stichwort, genau. Eben. Am Samstag haben wir ja den nächsten Stream. Vielleicht haben wir da schon unsere neue Kamera. Die ist unterwegs. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das alles klappt. Da sind wir nochmal am Nachrichten. Und dann sollten wir eine neue Hauptkamera haben mit besserer Bildqualität. Und die Kamera, die man jetzt gerade sieht, die sollte dann auch deutlich verbessert werden. Also die Überkopfkamera soll ersetzt werden, sodass wir auch eine gute Flop-Kamera haben und so eine Überkopfperspektive. Ich hoffe mal, das klappt alles. Drücke ich die Daumen. Natürlich geil. Jetzt verstehe ich deine Hose. Ich bin ja noch ein paar Tage. Heute ist Dienstag. Haben wir ja vielleicht noch ein bisschen Glück. Können wir das rausschneiden? Nee, da wird nichts rausgeschnitten, Fischi. Nee. Blut erhöht 6 Big Blinds, Carlos 7-2 off, wird gespielt an dem Abend auf jeden Fall, kriegt man 2 Big Blinds von jedem Spieler, wenn man die Hand gewinnt. Carlos nimmt es zum Anlass, ein 3-Bet auszupacken, 3x, also quasi direkt aufs Dreifache, recht große Raise in dem Fall, könnte dann noch größer machen mit 7-2, kriegt jetzt hier aber Buddy Goal und Knut als Caller und wir gehen zu dritt an Flop. Ja, der ist ja nicht ganz ideal für 7-2. Kann man so titulieren. Aber Knut prüft doch mal die Hand. Zusagen, auch jetzt nicht optimal für Ass Junge in Herz und auch nicht optimal für König 10 in Kreuz. Ja, also Ass Junge wird jetzt hier verholen müssen. Ja. Und Knut auch, das gibt's doch nicht. Knut foldet auch schnell, ja. Zack. Also mit Hopper jetzt gar nicht zu überlegen an Knuts Stelle, verstehe ich jetzt wieder nicht. Also das sage ich ja oft, dass Spieler viel zu wenig nachdenken. Aber hier jetzt auch nochmal klar ersichtlich, was ich damit meine. Weiß nicht, also da keinen Plan dafür zu haben, für so einen Flop, außer Check Fold zu spielen, finde ich jetzt persönlich zu schwach. Ja, die Strafe folgt ja auf dem Fuße, ne, 7-2. Ja. Auch Knut muss die Prämie abdrücken. Von jedem und Spieler natürlich dann, was ja auch immer dann dazu kommt, die Schmach, die man dann ja zu ertragen hat. Ja. Deswegen braucht man unbedingt so eine Pain Cam. Ja. Wo ich nochmal Spieler einzeln ins Visier nehmen kann. Das nicht 35-5. So, und jetzt haben wir mit. Das nochmal nachgeladen. 3, 5, 8, 12 haben wir. Small Big Blind noch bitte. Hatte ich mit. Und Kevin dealt weiter wie eine Maschine. Später noch nichts zu werfen. Gleich erscheinen. 12 haben wir. Jetzt. Ja, auf Top-Niveau war ich jetzt nicht unterwegs. Waren einfach zu viele Hände, die dann auch gespielt wurden. Unnötigerweise. Ja, das kann man den Spielern nochmal mitteilen bei nächster Gelegenheit. Dass unnötig viele schlechte Hände gespielt wurden. Werde ich auch nochmal als Ansprache vom nächsten Stream nochmal klar zur Aussprache bringen. Ja. Ja, hier sind schon bessere Hände unterwegs. Baumeister mit dem Open Race und
Batigol callt hier seine Suited-Karten. Hitman mit der 3-Bet, die aber auch wieder dürftig klein ausfällt. 2-10 nach 75 und Call. Natürlich viel zu klein. Ja, deutlich zu klein. Spieler callen. Brauchen wir mal einen Flop, Kevin. Ja, genau sowas. Hopp. Genial. 6-5-4, perfekt. So, Batigol hier mit dem Open-Ender. Checkt aber zum Aggressor hin. Spielt die Condi-Bet. Doppelt. Batigol hat... Doppelt. Passt nichts mehr. Oder doch, hat gerade nochmal die doppelte Bet hinten dran. Bringt direkt die Lage hier rein beim Open-Ender. Ja, die zwei Schwarzwälder. Ja. Ja. Die zwei Schwarzwälder hier geben sich's ordentlich. Ich glaube, Buddy Gold hat da so ein bisschen die, die Faxen dicke hier vom Hitman, nachdem der vorhin mal die ein oder andere schwache Hand gezeigt hat. Will er jetzt auch mal ein bisschen mitjuckeln, offensichtlich. Hat mich schon gewundert, dass er nicht von vorne anspielt, da seinen Draw, aber da war der Plan wohl schon Check Raise All In. Hat nur darauf gewartet, dass der Hitman hier wieder einen raushaut. Ja. Der muss jetzt wirklich überlegen, ob er da die 4,25 noch für den Pot von 18,70 nachlegt. So schwimmst du eigentlich. Wenn der wüsste, dass das ein Coinflip ist. Ja, so weit vorne ist er gar nicht, ne? 1%. Ich wusste es. Also quasi exakt einfach eine Münze werfen. Oder Spieler, großer Geldbeutel. Kleiner Geldbeutel mit viel drin. Zählt das auch? Ja. Oder Kreditkarte oder Limit? Auch. Alles gut. Wir brauchen noch so einen Warteschleifen-Musik-Jingle. Ich gehe nur kurz kacken. Das kann ich dir anbieten. Ja. Danke, Kevin, für diesen Beitrag. Zeit genug wäre auf alle Fälle. Oh. Fold. Folds. Nein. Gut, ja. Warte, Goal lässt noch nachspielen. Zeigt an, dass er die Straße getroffen hätte. Nice Hand, das Duell der beiden Schwarzwälder geht hier an Buddy Goal. Was war das jetzt? Du hast Ass König? Carlos war sichtlich verwirrt. Ja, da wacht sogar der Carlos auf. Hey, was hast du gemacht? Geil. Was? Du hast Ass König? Was? Ach, du spielst 3 an und musst 4 nachzahlen und foldest dann. Ja. Aber er hat getroffen. Ja. Auch. Du auch. Ja, also ich glaube, das sagt alles über die Hand aus. Die Reaktion hier von Cash and Bar. Also 3. Ja, da ist, glaube ich, alles geschwätzt. Gibt es keinen Klärungsbedarf mehr. Gut, für mich wäre ja nur die letzte Karte, die für mich gewesen. Ich war jetzt übrigens gerade unten, Kevin, wegen meinem Amazon-Paket. Ja. Es war nur so ein DIN A4-Kuvert, was nicht in den Briefkasten passt, aber dann trotzdem so reingepresst wurde, dass es zu, ich würde mal sagen, 87 Hundertstel draußen hing. Ah ja. Einfach so in den Briefkasten reingewirkt. Ja. Aber besser als einfach vor die Tür zu schmeißen, hat man auch schon ganz oft, dass das einfach dann bis nachts um 10 vor der Tür lag und keiner hat es mitgekriegt. Ja, cool, ne? So macht man das ja auch. Eine echte Dienstleistung. Mhm. So, und hier wird auch wieder geleistet, wieder Doppelstraddle. Also die untere Tischhälfte jetzt gerade, die ist aktiv am Straddeln. Eigentlich nur Fischi und Knut, die so ein bisschen nicht straddeln. Die zweite, die üben nur kaum, oder?
So. Knut hier mit dem Rave. Nee, nur mit dem Call. Auch zu schwach eigentlich. Kriegt da gleich die Quittung vom Carlos, der hier im Doppelstrat nochmal die Option nutzt, 1,75 zu erhöhen. Ja, auch eine recht schwache Hand jetzt hier, Dame 9. Off, um da jetzt zu raisen. Knut bleibt sich treu. Den Flop angucken, ne? Ja. Knut bleibt sich jetzt treu, setzt direkt mit einer guten Hand am Flop. Macht Trips am Turn, wird das auch nochmal anspielen. Ja, und der Cashebar dann sehr wahrscheinlich holen, denke ich. Knut wirkt hier schon stark. Ja, holt es auch. Ja. Ja, die zeigt wieder stolz, die kann die Karten hier auszaufen. Das macht er gern, ja. Ja. Bluff zeigt er nicht so gern, aber wenn er Hände hat, zeigt das gern. Ja, also Dame 9 finde ich da, glaube ich, auch ein bisschen zu schwach. Ja. Würde ich, glaube ich, auch einfach den Flop angucken. Gucken, wenn es irgendein Gurkenflop ist, kann man den abgreifen, da muss man nicht den Pot vorher schon aufblähen. Dame 9 suited, okay, kann man da schon eher drüber nachdenken. Aber, ja. Ich glaube eher, der Cash and Bar ist kurz aufgewacht durch diese Ass-König-Fiasko-Hand vom Hitman und hat gedacht, oh, jetzt, wenn ich gerade wach bin, spiele ich einfach mal eine Hand. Ah, wir spielen ja gerade im Stream. Ah, da spiele ich mal die nächste Hand. Ich werde dann gleich wieder Abnickerchen machen. Ja, das darf man, glaube ich, echt halt auch nicht unterschätzen, wie viele Leute einfach so gedanklich wegdösen am Pokertisch, ja, und dann einfach mal drei, vier Hände einfach weg sind. Und dann plötzlich wieder so, ah, scheiße, Poker, jetzt spiele ich auch mal wieder und so. Dann tun auch ganz viele gar nicht so mit einbeziehen, dass sehr viele Spieler einfach brutal unaufmerksam sind an so einem Live-Tisch, ne? Also so hinvegetieren vor sich am Tisch. Gedanklich. Körperlich vielleicht auch manchmal, aber das ist dann eher nicht so. Werbung angucken im Fernsehen oder Hallenfußball oder Handball. Wie viele Hände machen wir da? Sollte er geben. So, Buttigol hat jetzt aber da mal einen Race ausgepackt, 1,50. Sein Erzfeind, so nenne ich immer Hitman, callt natürlich sofort. Die betteln sich ja immer ganz gern, die zwei. Und Feeds im Doppelstraddle füllt auf mit Suited Karten. Nee, kann man machen, schließt die Action ab. Kann man aufholen. Aber da alle jetzt schon deeper sind langsam, kann ich da eigentlich auch callen mit 3,9. Block checken alle. Oh, verpasst der Buddy Goal hier die Conti-Bet. Macht es dafür aber ein Herz. Flush-Draw. Am Turn, checkt wieder nur. Okay, wieder die Bet verpasst. Und am River mit dem Ass verpasst er wieder die Bet. Also. Ja, fragt dann Hitman, hä, was spielst du nicht? Also. Dafür müsste ja irgendjemand auch mal irgendwas haben, um was zu spielen. Und wenn sie zwei Straßen nichts spielen, dann machen sie das wahrscheinlich beim dritten Mal auch so, ne? Ja. Also, gibt's schon mal einen Eintrag in die Akte für Buddy Goal. Muss ich jetzt langsam mal anfangen, mir so Notizen machen zu den Spielern. Naja, gerade auch für die Einblendungen und so. Da gibt's mittlerweile noch mehr Material, was man da zu den einzelnen Charakteren so schreiben kann und erwähnen kann. Naja, sind schon einige auffällige Verhaltensmuster bei den Spielern. Ja. Aber auf der anderen Seite will ich da auch nicht zu viel auspacken, weil das dann auch immer eine Hilfestellung für andere Spieler, die sich das dann vielleicht nochmal im Stream angucken und dann verwenden, was ihnen vorher gar nicht so aufgefallen ist. Meine Kommentare helfen ja auch, wenn man sie umsetzen kann. In der Theorie ja. Ja. Stimme ich dir sogar zu, Kevin. Wir wollten uns da ja auch der Kritik annehmen, der wir uns entgegensahen, dass es zu wenig Taktik, zu wenig Theorie
Wissen vermittelt wurde im Stream, das möchte man natürlich auch, ja, dem möchte man entgegenwirken durch dementsprechende Kommentare und Hilfestellungen. Ja. Aber natürlich ohne jetzt zu viel zu verraten, da hast du schon recht, ja. Immerhin sind wir ja auch Spieler. Man darf nicht alle Karten auf den Tisch legen. Nee, oder also meine dunkelsten Hirnwindungswinden, Gedankengänge, die lege ich besser nicht auf den Tisch. Offen, da. Ja, das wüsste ich auch erstmal gern, was da bei dir am Hirn abgeht, wenn du da eine Minute überlegst, ja. Aber irgendwas vorhin hat er was gesagt. Vorhin hast du ja was gesagt von Abschweifen und nicht nur das. Vielleicht nehme ich mir da als einfach mal so eine Minute Streamzeit, um ja. So eine persönliche Pause, wo dann auch kein Galama ist am Tisch, da ist dann einfach Ruhe und dann Zeit für dich. Genau. Weil wenn ich da dann schnell mich entscheide, dann kommt ja gleich wieder die nächste Hand oder wie auch immer, ja. Dann genieße ich lieber mal einfach mal eine Minute Ruhe. So als Vater hat man das ja auch relativ wenig. Ja. Das nimmt man sich dann halt am Pokertisch. Ja? Alle denken, oh, der hat eine Wortsentscheidung, aber in Wirklichkeit bin ich so weg und denke mir so, diese Ruhe. Im Wald hier ist ja super. Ja, genau. So, jetzt haben wir Buttigol im Straddle mit 7-2 off. Schauen wir mal, ob der was da draus machen kann. Knut eröffnet. Mit Dame 10 offsuit. Werbebusiness. Pizza called und jetzt ist die Chance für Buddy Goal. Schöne 3 Bett auszupacken. Nee, macht er doch nicht nur. Okay, hat er wohl einen Plan fürs Board? Ja, es gibt ja so 7-2 Spieler, die sind so, ja, nennen sie mal Sicherheitsspieler. Die versuchen dann ein günstiges Board abzuwarten, um das zu attackieren. Aber. König 10 ist jetzt, glaube ich, nicht so das ideale Board zum Attackieren, auch wenn er die 2 getroffen hat. Vize spielt hier an, beide callen. Nee, Knut spielt den Treffer an, Vize callt und Buddy Goal callt. Ja. Mhm. Bleibt seine Linie treu, der Knut. Ich habe was, ich setze. Ass, keine so gute Karte. Vor allem nicht für 7-2. Den König aber auch nicht. Buddy Goal callt schon wieder? Also, was für einen Plan hat er jetzt da? Also, die 2 treffen. Klar. Er kriegt die 2. Und dann geht's check. Okay. Wahnsinnsplan, ja. Einfach runterkommen. Der Wahnsinnsplan, dann einfach aus behind zu checken. Ich meine, hä? Also, ja, also es gibt schon den zweiten Eintrag in die Akte Buddy Goal. Wahnsinn. Der Hidden Trips wie sagt man, Initialcheck. Mhm. Ja. Dem Gegner die Möglichkeit zu geben, behind checken zu können. Ja, ich hab was, also check ich. Wahnsinn. Der Eintrag 2 in der Akte. War ja relativ günstig. Klar war mir bei König 10 Ass. Du musst was haben, ja. Oh. Jetzt versuch das noch schön zu reden. Ja, aber wir haben ganz hinten. Ist ja auch so ein Poker. Gerade nicht. So kann jeder spielen. Ist auch so eine Poker-Eigenheit oder Pokerspieler-Eigenheit, dass sie dann ihre Hände noch irgendwie schön reden müssen. Ja. Dafür alles immer Gründe. Ich sehe schon, kann man uns dann 2 neue PCs kaufen? Einer auf Reserve noch. Ja. Jeder kostet 3K. Habe ich mal Tipps für den Stream? Das gehört. Ja, muss man mal investieren. Der Sugar Daddy muss mal, mal hinlangen. Da braucht man schon Stream. Schöne Nvidia GeForce
12.000. Kriegst 10. Ja, Grafikkarte wäre tatsächlich irgendwann mal Thema, ne? Ja. Ich hab's schon vorher gesehen. Mhm. Unfassbar. Fast die ganze Zeit per Forts, oder? Na, Knut wieder mit dem Treffer und spielt wieder an. Naja, kannst die Uhr danach stellen. Also, verpasst halt auch keinen Flop, ne? Jetzt kriegt er Gegenwehr. Das mag er ja gar nicht. Also, wenn er setzt und er kriegt Gegenwehr, schmeißt er auch mal eine Hand weg. Er schmeißt da auch mal Top-Pair weg, ja? So einfach war das. Gut fold. Gut fold, ja. Kriegt er noch einen schönen Spruch reingedrückt von Carlos. So spielst du, wenn du Gegenwehr kriegst, oder? Na gut, das sage ich sogar im Stream. Hab ich Triebkraft erhöht oder du? Wird gleich thematisiert. Ja. Wie der Knut sich ertappt. Ich wollte das ganz gemütlich durchspielen. Aber nein. Das habe ich gar nicht beim Gedächtnis gehabt, das ist aber Weltklasse. Ein super Dialog. Reicht gerade noch Fischi. Ich wollte das ganz gemütlich durchspielen. So ein paar interessante Hände hier unterwegs. Klausowitz jetzt mit Ass 8 suited. Cash in Bar, König 10 off, wird wahrscheinlich ein 3-Bet auspacken. Pizza hat hier suited Queen Check und Buttigol hat auch suited Queen Check. Werden wahrscheinlich beide callen. Nehme ich mal an. Ja, gerade weil die 3-Bet halt auch relativ klein ist. Ja. Könnte größer sein, aber ändert jetzt glaube ich nichts, die Hände gespielt wird. Die Hände gespielt werden. Auch. Und wie der Dealer halt alles im Griff hat, ne? Wahnsinn. Ein Souverän am Tisch. Ihr müsst aber erst die Morscheries essen vorher. Boah! Die müssen wegfallen. Kannst du noch einen Schoko von mir machen? 982, interessanter Lock. Ja, keiner versucht. Mhm. Das war die Morscherie-Marke, oder? Ja, totale Blank. Ja, das sind halt so typische Turnkarten, da reicht halt im Grunde schon eine Bett und dann machst du den Pot klar ganz oft. Ja, traut sich aber keiner. Traut sich keiner aus der Deckung. Schauen wir mal an, rüber. Hat der Buddy-Gold zumindest einen Vorflash, ob ihm das reicht? Ich weiß nicht mal, bei 100 hast du irgendwie. Vielleicht nicht. Würde schon mal so ein Cola-Flash essen können? Ja, genau. Das war nur eins. Das nur sieben. Was Potzeis? Potzeis? Hat er wahrscheinlich auch das auch Gefühl, dass er das braucht hier, um den Pot abzugreifen. Guck, nichts hat er. Aber hätte er wahrscheinlich schon am Turn haben können für die Hälfte. Ja. Wenn selbst Klaus mit seinem Treffer da nichts macht. Ja. Ja. Hm. Also den Turn hätte er da schon mal anspielen können. Der Klaus. Aber der Klaus ist halt auch mehr so. Manchmal schon, ja. Mit seinen Maintains auf alle Fälle. Wenn er einen Draw hat, dann eher nicht. Ja, dann ist er eher. Ja, ja stimmt's, ja. Orkan. Also Klaus ist da so antizyklisch zum Knut. Wenn der Klaus keine gute Hand hat, dann explodiert er förmlich. Und wenn er eine gute Hand hat, dann macht er gar nichts. Das wären die besten rausgesucht, das. Achso. Verweise nochmal auf die Kings vorhin. Best. Korrekt, Episode ja. 1. Ja. Teil 1 notiert. Teil 1, ja. Ja, muss ja erst Deckel aufmachen. Wird alles notiert. Akte Klaus ist auch schon angelegt. Riesig. Ja, Cash and Balls mit der zweiten kleinen 3-Bet. Ich glaube, der hat es langsam gemerkt, dass er einfach jede Hand raisen kann.
wenn hier wirklich exakt keiner zurückspielt? Der hat doch keine einzige Vierbett gekriegt bis dahin, oder? Nee. Doch. Da hatte der Vize. Von Aces, also vom Vize. Ja. Ja, ja, genau. Okay. Und wenn das, das unterstreicht ja das Ganze, wenn das die Range ist, die zurückgespielt wird, warum soll das da nicht machen, ne? Asse plus. Ja, plus, ja. Aber echt mal. Gut, jetzt in der Hand ist natürlich nicht viel zu holen für seine schwache Starthand. Ja. Da ist eine andere Konstellation unterwegs. Ja, da ist Two-Pair vom Hitman. Schauen wir mal, ob der hier noch Value generieren kann am River. Auch alles nicht ganz so stark, ne? Ja, ja, Karo kommt an. Green Jack kommt an. Zwei ist schon auch so eine Bett. Könnte funktionieren. Ja. Ist natürlich, super auch klein, ne? Also. Ja. Oh, aber voll, ey, aber voll in der Umjahr, ey. Noch jemand was? Mach keinen Fall, dann nicht Gipfel wirklich. Ich aber immer so, ne? Ich hab da kein Videoschiedsrichter. Oh, Buddy Boy muss aufholen ohne Treffer. Ja, nimm doch mit. Ein Fünftel Pot-Size hat gereicht. Hat er auch die beste Hand gehabt. Also. Ja. Ist mal ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viel zahlen die Leute noch, aber. Da wäre, glaube ich, jeder Betrag zu viel gewesen für das Ass vom Baumeister. Mhm. Ja. Ein Euro hätte er vielleicht bezahlt. Euro, ja. Ja. Mitleids-Euro. Penner-Euro. Penner, wollte ich gerade sagen, Penner-Euro. Ja, was übernimmst du dann gleich den Dealer-Job, wenn ich gerade... Ja, ach stimmt, du bist ja mal kurz austreten, ja? Naja, da muss ich mal kurz, hab auch gemerkt, dass es ein bisschen schwammig wurde vom Dealen. Und dem wollte ich natürlich zuvorkommen, bevor ich dann quasi nur noch Fehler mache. Mhm. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn man dann einfach mal kurz... Ich hatte ja keine Tank-Time. Ich konnte mich ja nicht erholen. Ja, also, ja, dann ist es auch mal gut, wenn man mal den stärkeren Dealer mal ranlässt an den Tisch. Ob man das jetzt so titulieren möchte, mag ich jetzt zu bezweifeln. Da guckt man es einfach mal die erste Hand an, die ich dir vielleicht. Sagen wir mal so, du bist halt auch ein Dealer. Gleich mal drei Fastwerte, die Spieler wissen, wenn ich an den Tisch komme, dann geht was. Ja, das bewirkt manchmal was. So ein neuer Dealer, neues Glück, denken viele, ja. Dabei gibst du halt auch nur aus den gleichen 52 Karten die Hände. Call. Einfach Battle von Spieler. Check. Hm. Das war nur mit der Option. Und was haben wir denn? König 4, Ass 9, Junge 7, Pocket 3er noch. Und ja, der Flop ist doch schon mal Granate. Junge 7-7. Also mehr. Für genau einen Spieler ist der Granate. Das habe ich auch schon geschafft. Baumeister macht es ja anders als der Knut, checkt hier seine starke Hand und gibt den Gegnern auch überhaupt noch die Chance, was zu treffen. Finde ich gut. Ja, ist natürlich mega. Ich meine, da hat jetzt hier zwei Spades noch. Ne? Kann er ja denken, okay, vielleicht hat jemand Spade Draw. Also es macht jetzt auch keinen Sinn jetzt für ihn zu raisen. Es macht jetzt nur Sinn zu callen. Tut er tatsächlich auch. Ein Flush Draw hat jetzt allerdings keiner. Klaus callt mit Gutshot. Gutshot, ja. Heiß gelaufen, der Studie. Ja.
Schön heiß gesessen. Stuhl ist auch kaputt. Der ist schon hoch. Kaputt gedealt worden. Oh Mann. Ja, kommt jetzt auch das Spade an. Wahrscheinlich aus Baumeister-Sicht eine gute Karte. In der Hoffnung, dass irgendjemand Spade hier hat. Wir wissen jetzt halt, dass es leider keine gute Karte ist für ihn. Ja, geht schon. Oh, oh, ich sehe schon runterfliegen. Trotzdem wäre es jetzt eigentlich gut, einfach zu schicken. Oh ja. Dass jetzt neben diesen fetten Kratzern, die ich schon nach wenigen Tagen drauf hatte, dass jetzt zusätzlich, der Bildschirm, wir haben ja so einen tollen Bildschirm, ist jetzt zusätzlich nach unten einfach die Buchse kaputt gegangen, wo man den Stecker reinmacht. USB, was ist das? USB-C? Die ist einfach kaputt. Nach wie lange ist denn jetzt? 2-3 Monaten. Ja, und jetzt? Wie ich ja mittlerweile weiß, war ja nicht die Buchse kaputt, sondern da war einfach zu viel Dreck drin. Ah, ja. Ich habe einfach zu viel Schmutz in meinen Hosentaschen. So, sieht man hier mit dem gequälten Call. Da war die kleine Bett vom Baumeister schon die richtige. Und bei dir war es natürlich Granate. Jetzt kommen die drei, der Arme. Der arme Hitman. Soll denn da jetzt noch rauskommen aus der Hand? Fickst du auf die Herdplatte als, oder was? Also Call verstehe ich am Turn tatsächlich gar nicht. Soll ja den Baumeister komplett auf nix setzen. Ich würde dann auch normalerweise, also ich habe theoretisch auch vor, quasi die ganze Platte auszutauschen, so wie immer vorgehabt. Dann ist es einfach. Achso, dann geht's. Dann muss ich eh noch Säge. Dann muss ich halt frisch machen. Okay. Musst du halt vom Holger anschließen lassen. Der darf so was. Ah ja, Holger, ja. Küche ist noch so ein Thema. Ich habe noch ein kleines Handgeld. Nee, das kann ich nicht Probleme haben, wie für Sie. Mai kannst du da mal merken. Trage ich mal ein in die Akte, Kevin. Ich habe jetzt einen. Ich hätte nochmal so einen Göffel-Mobion machen. Oh, Baumeister ist hier mit der Riverbed. 8,75, also quasi seinen halben Stack. 8,75 ist die. Und also aus Hitman-Sicht, was machst du da? Also da würde ich natürlich auf alle Fälle immer halt den Gegner All-In setzen. Also das ist ja verdeckteres von Haus gibt es ja nicht. Ja, ich meine. Der Gegner spielt ja quasi, als hätte er hier einen Flush. Mhm. Also ich will Terran hat einfach zu wenig Power. Also ich brauche wieder zumindest deutlich besser, glaube ich. Und Ofen will ich da lassen oder kommt der anders hin? Nee, den Ofen musst du dann austauschen. Ich weiß nicht, für den Ofen ist er gekoppelt. Also, macht ja auch noch ein bisschen Hollywood? Kocheinheit. Ach so, dann muss ich jetzt hier oder was überlegt er jetzt? Überlegt er zu folden? Nee. Das sieht man doch nicht. Schöne Hollywood dann. Hollywood Tank Time. All in. Da kommt's. Und Call. Und Call. Oh. Spezialdealer. Ja, siehst du? Da kriege ich sogar Lob von den Zuschauern, von den Raybirds. Von mir? Ich muss mich da zukünftig zurückhalten, merke ich gerade. Katastrophe hier. Bin ich einmal nicht am Tisch. Ganz starke erste Hand von dem Dealer. Aber was für ein Lack muss man denn haben? Ja. Dass man den Turn-Call kriegt. Und dann noch der 2-Auto ankommt, oder? Wenn der 2-Auto ankommt, ja. Also jetzt auch wieder aus Spielersicht. Also das wird mir halt nie passieren, so ein glückliches Händchen. Let's Poker. Tja. Ich hätte nicht mal eins.
vom alten PC her. Soll ich es nicht sehen? 360 war. 14, 25, 20. Haben wir das nicht da drin gelassen? Haben wir das nicht da drin gelassen in dem Gehäuse? 14, 16 mit dem PC. Ja, aber jetzt nochmal ganz kurz auf 1 zurückzukommen. Du sagst, du brauchst eine Pause irgendwie, ist ganz gut. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Meistens so eben nach Stunde, anderthalb. Bis 2 Stunden ist dann echt die Luft raus bei den Spielern und ich glaube daran tatsächlich, dass der Raum immer geschlossen ist und nicht oder zu wenig gelüftet wird. Ne? Da ist halt einfach immer eine Luft da drin, logischerweise, bei 10 Leuten oder so. Muss man echt nochmal konsequenter machen, nach jeder Stunde kurz einmal lüften. Und ist dann auch für den Dealer eben anstrengend, länger als eine Stunde zu dealen. Also geht mir ja auch so, wenn ich das da mache. Das ist einfach so Stunde, Stunde, anderthalb. Ja. Wir haben da halt so ein paar Mimosen, die wollen dann immer wieder, wieder gemacht wird. Ne? Müssen wir uns da mal durchsetzen. Wie geil. Jetzt müssen wir aufpassen. Achtung. Jetzt Achtung. Reingeschlurft. So, und gleich wieder Doppelstraddle. Jetzt Klaus mal mit der 7-2. Schauen wir mal, ob der irgendwas mit anzufangen weiß. 50. Doppelstraddle. Fishy Folds. Ja, Baumeister hier am Big Blind. Hat auch eine Hand, mit der man erhöhen könnte. Ja, kann man auch nur callen. Klaus, deine Chance. Ja, Klaus nutzt die Chance. Hat Insta gecallt von Cash and Bar. Call. Junge 10 off, ja. Cash and Bar gibt dem Klaus da, glaube ich, keine Hand oder traut ihm nicht zu oder traut sich selber zu, den auszuspielen am Flop. Aber das ist natürlich ein super Flop, ja. Wird dem Klaus doch ein bisschen Sicherheit mit auf den Weg geben. Ja, einfach 7-2 zu spielen, wenn man dann Two-Pair floppt, ja. Auf dem Board noch, wo halt so absolut gar nichts sonst möglich ist. Folds. Folds. Der Klaus wins. Send los. Send los. Ein super Dealer, du. Zwei Big Blinds von jedem. Sonderprämie, sehr gut. Ja, dein Handy geht jetzt aber wieder, Kevin, oder wie habe ich das verstanden? Die Ladebuchse geht wieder, ja. Ja, kurzen Staub draußen, jetzt geht's wieder. Ja, ja. Passt ja auch zu meinem Handy. Ich habe ja auch so ein altes Motorola und dachte jetzt, das ist langsam jetzt echt durch. Aber man hat mich gar nicht mehr gehört. Ich habe immer so mit Lautsprecher und quasi das Handy im Mund so vorne rangehalten. Weißt du, wie die ganzen Straßentelefonierer das machen? Da war schon rein. Auch nur Staub drin, oder? Ja, und dann irgendwie nach Monaten, nachdem echt jeder sagt, so, ich höre dich nicht, wenn du am Telefon bist, ja, sehe ich dann dieses Loch und denke so, okay, da ist doch das Mikrofon drin. Hab das dann mal mit so Reinigungsalkohol und Nadel ausgepult und jetzt ist alles wieder wie neu. Ja, hatte ich auch schon. Ja. Hatte ich tatsächlich auch schon, ja. Hosentaschenstaub ist halt nicht ideal für so ein Handy. Nee, und den gibt's halt, ja. Hosentaschenstaub ist der Fing. Auf die 12. Rosentaschenstaub. Rosentaschenstaub. Also, dreifach Straddle. Also die linke Tischhälfte ist da echt mehr als aktiv beim Straddle. Bartigold ist mit dem dreifach Straddle. Wundert mich denn, der Vize war zuletzt eher weniger am Straddlen. Obwohl aufgrund des guten Hallenfußballturniers im Hintergrund Lust gefunden zu straddeln. Er wird direkt hier ein Ass. Und check. Limp mit rein. Artikel und vor allem dann aber auch Hitman. Wundert mich jetzt schon, dass der Hitman da jetzt keine 3-Bet auspackt, also kein Raise auspackt.
Hat er mit Dame 10 suited jetzt ja doch schon eine ganz gute Hand gehabt, Preflop. 75. Mhm. Nur reingelimpt, ja. Nur rein, also jetzt dann nur gecheckt sogar, ja. Und die Minibet 75 ist dann halt auch eine Katastrophe. Aber hat halt wirklich gar niemand was getroffen, ne? Ja. Ein Fußball ist dann doch interessanter als die letzte Pokerhand. Ja, daran müssen wir vielleicht auch nochmal arbeiten mit dem. Bei einem Fieberwahn, der andere im Hallenfußballwahn. Unfassbar. Ohne Platte. Gut, wenn man aber im Pokerroom ist oder Las Vegas, da sind auch überall die Fernseher, da gibt es ja die gleichen Typen, ne? Hocken da auch alle und gucken einfach nur auf den Bildschirm. Und Poker ist da so das Beiwerk. Dort ist halt auch nochmal mehr der Fall, dass die natürlich dann irgendwelche wahrscheinlich Wetten platziert haben oder sowas. Ne? Ja, wer weiß. So, vielleicht wettet der Fieser auf Hallenfußball. Auf die Uwe Seeler Gedächtnistraditionsmannschaft. Mit irgendwelchen Allstars. Kann man doch bestimmt auch wetten, oder? 100%. Muss doch mal an Sebo fragen, der ist doch drin im Wettgeschäft. Ja. Wie sie immer alle meinen, dass sie gut spielen, jetzt sind sie nass. Da lacht der Knut. 1,50 ist die Bett. Fühlt er sich wohl angesprochen, ne? 10, 7, Jung 7, das sind so die Hände, die wir heute spielen. Fischi eröffnet hier. 7 allgemein. Mal aus der Versenkung wieder eine Hand, die der Fischi spielt. Batigol füllt auf aus dem Doppelstraddle. Die Spieler erkennen das an, Kevin. Was? Meine Dealerleistung. So, beide jetzt hier Open-Ender. Zwei Hände am Abend kann man mal gut dealen, ne? Aber Konstanz zu beweisen, das ist wirklich die Kunst. Ja, ich muss auch mal wieder so einen Abend durchdealen. Okay. Soll nochmal machen. Ja. Da Kevin nochmal moderiert. Cash and Bar könnte es eigentlich mal machen. Da könnte er auch mal sich mal eine Stunde da hinsetzen. Eigentlich schon, ja. Den Stream mal belabern. Oder der Heckmann. Oder der Heckmann. Pfeif und Wix. Check, check. So, Turn und River bringen keine Verbesserung und es wird einfach runtergecheckt. Partigol wins. Keine weitere Aggression hier vom Fischi. Ist ihm wohl zu heiß dann die Hand. Keine zweite und dritte Bet wert. Ja. Gut, ein Partigol hätte er wahrscheinlich auch nicht so schnell von der Hand runtergebracht. Die Turnbet hätte er gecallt. Hätte er schon am River setzen müssen. Ja, ja, hätte dann... Ja, das ist halt für viele dann auch nochmal so ein Multi-Barrel-Bluff zu spielen. Das machen dann doch eher weniger Spieler. Gerne. Ja, und das wäre so eine Hand gewesen, ne? Also da hätte er wirklich zwei Bets auf alle Fälle auspacken müssen. Aber dann halt auch größere Bets. Das ist Absicht. Achso. Die sollen ja einen Vorteil haben, dass sie hier sitzen. Letzte Hand für dich jetzt, ja? Blöde Kommentare. Okay. Ah ja, okay, jetzt bin ich gleich abgestraft. Ich finde es besser anders auch im Kommentieren, weil ich weiß, was passiert. Weil solange ich die Problem ist halt, dass ich halt diese Überkopfkamera noch nicht gemacht habe, kannst du auch schon jedes Mal machen, dass die immer angezeigt wird. Weißt du, was ich meine? Weißt du, ja? Die jetzt. Achso, ich die mal. Ja. Ich mische auch ewig, wollte ich auch gerade sagen. Ich bin vermischt. Ja, machen wir alles, Holger. Ich rede schon mehr mit dir als mit dem Tisch, ja, weil die da am Einschlafen sind. Das ist ja abartig. Ja. Das sagt schon alles über die über den Wachheitsstatus dieses Pokertisches. Also der ist sowas von im Tiefschlaf. Ich wurde abkommandiert. Relativ klar. Ich verstehe gar nicht, wieso. Er ist gut jetzt. Ja, gibt so Abende. Ja, da ist dann irgendwie die Stimmung so ein bisschen ruhiger. Da müsste man eigentlich so verpflichtende Schnapsrunden einführen. Alle 10 Hände gibt es einen kurzen.
Und auf der anderen Seite, wir haben jetzt auch nicht die riesen Table-Talker am Tisch. Knut, das sagt ja nichts. Baumeister ist eher jemand, der ruhig ist und konzentriert spielt. Hier, guck mal, Mütze bis tief unter die Nase gezogen. Der Klaus redet auch nicht so viel. Carlos ist eigentlich so der, der dann eher nochmal jemand was fragt oder so, aber der war halt im Fieberwahn. Und dann haben wir den Vize nebendran. Wenn da halt was läuft im Fernsehen, ist der auch weg. Aber auch insgesamt jetzt nicht so der Table Talker, Buddy Golan und Hitman auch. Auch beide jetzt eher ruhig und der Fischi auch ruhig. Also schon vom Line-Up kann man das sehen, dass das dann jetzt nicht der abartige Tisch wird, an dem viel geschwätzt wird. Anders als wenn jetzt zum Beispiel der Rose kommt, die Rose kommt und die Pocahontas kommt und ich bin da und der Möter noch. Und Möter noch, ja. Dann und der Nico. Vielleicht noch Nico, ja. Dann ist halt anders. Aber ist auch gut, dann gibt es wenigstens Raum hier zu moderieren. Finde ich auch mal so ein bisschen. Schon wieder Trips. Wahnsinn. Finde ich auch mal ein bisschen schwierig, die richtige Balance zu finden dann zwischen Table Talk und Moderation. Wenn du dir jetzt die Livestreams anguckst, so. Hustler Casino und so, da wird ja eigentlich sehr wenig moderiert. Also wirklich nur so Bad Call, Race, Bad Größe. Wird ja ganz oft gesagt. Ja. Einer hat was. Mr. King! Der eine hat was. Der so. Einer Vize. Das sind so die Kommentare, die kommen. Ja, so, aber schon eher wenig eigentlich. Ja. Ach, super, wie ich das mache, du da die Karten hier hingetrichtert. Wahnsinn. Also ein super Dealer. Muss ich schon sagen, das war jetzt, also bis jetzt das Highlight des Streams, meine Zeit als Dealer. Okay. Ja. Fand ich schon also herausragend. Hm? Ja. Siehst du, ich bin vom Tisch. Tisch ist still. Ich bin gegen Überwachung. Da bist du aber komplett falsch, würde ich sagen. Aber falsch. Du schläfst schon im Sitzen ein. Du hast ja Stuhl warm, du. Auch vorher nicht so. Geht Gepo, ich hab doch diesen Wahnsinnsskandal jetzt nicht. So eine Knut. Irgendwelche Super-User, die alle Karten gesehen haben, nicht? Gut, jetzt eine Hand haben wir noch für den Block, für Part 2. Ah ja, okay. 3 Minuten 30. Dann ist wieder eine kurze Unterbrechung. Die nutze ich dann auch noch mal, kurz mir ein Getränk zu holen. Und ja, da gab es auch was anderes, auch noch so ein Viertel von Bots. Ja, das können wir gleich besprechen. Die teilweise zu 5, zu 6 dann gleich am Tisch dann waren und dann quasi diese einzelnen Spiele, die dann am Tisch gekommen sind, ausgezogen haben. Und das sind, wir haben insgesamt 10 Millionen. Kevin berichtet hier gerade nochmal, oder du berichtest hier vom Pokerskandal in Amerika. Ich genau nachgelesen. Das Scam und Betrug gibt es überall. Ja, ja. Außer bei uns im Stream. Außer bei uns im Stream. War letztens ja auch schon wieder Hustler-Thema, dass dieser Ludacris auch ein Cheater ist. Mhm. Weil der halt so abräumt auf den niedrigen Limits, ne? Ja. Und wohl auch schon mal gesperrt war im Casino und so. Also, ja, bei Life at the Bike, ja. Ich glaube, da haben doch einige Dreck am Stecken. So, jetzt gucken wir mal. Der Cash in Bar hier ist, seine Hand durchspielen kann, wird schwierig. Knut trifft schon wieder die Trips und spielt wieder an. Wie soll es auch anders sein? Abartig, wie oft hier Tipps möglich und sind und auch gehittet werden. Ja, Cash and Bar called hier. Kleine Bet, würde ich auch mal mit Ace King. Gut, wenn ich es richtig sehe, wieder mit 1,50. Carlos eigentlich das Signal zu feuern. Aber dieser tiefe Seufzer
dann eher das Signal zu folden. Der kam ja ganz tief aus dem Inneren, der Seufzer. Ja, genau. Also selbst wenn ein Ass kommt am River, dann würde ich ja keinen Cent mehr investieren. Auf der anderen Seite, der Knut hat jetzt eigentlich auch nochmal eine klare Value-Bet, ne? Ja, das sieht er wohl selber so. Den nochmal schön gerade hingesetzt. Und checkt. Na, ein Traum, Knut. Ja, da gehen sie hin, die Trips. Ja. Knut, hast du mich vermisst? Stimmt. Weil du genau dein Dicker in der ersten Hand. Starke Hand, Knut, starke Hand. Gut, damit hört Part 2 auf, Kevin. Ja, okay. Wir machen Break an der Stelle und weiter geht's, wenn's weitergeht.